So, willkommen zum Backtracking von Otogi Myth of Demons, also willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Let's Play Otogi Myth of Demons. Heute wollen wir ein bisschen Backtracking machen, ein paar Items einsammeln, die ich brauchen könnte. Fürs erste Backtracking gehen wir in den Palace of Gold, in den Goldpalast. Hier erhalten wir unser erstes besonderes Item. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, welche Items sind. Ich glaube, hier war es ein Zauberer. Den erhalten wir hier, wenn wir unter 3 Minuten das Level abschließen. Ich habe nicht gerade die günstigste Waffe dabei, aber es empfiehlt sich, die Chimärenzauber mitzunehmen. Denn wollt ihr unter 3 Minuten dieses Level abschließen, ist dieser Zauber sehr gut dafür da, um diese gesamten Vasen, die hier herumstehen, alle einzeln zu zerstören. Wo wir ja immer die kleinen Geister freilassen, um die Essenz des Goldes wiederherzustellen. Wir haben es gleich geschafft. Wie ihr sehen konntet, ja, das Ganze ist etwas vorwärts gespult und beschleunigt. Deswegen untermale ich es nur mit dem Soundtrack von Otogi Myth of Demons. Das ist einfach ein wunderbarer Soundtrack, wie ich finde. Die Skelettmagier hier sollten uns nicht stören. Mittlerweile ist unser Level so groß, dass wir sie eigentlich nur ausschalten, vielleicht mit ein oder zwei Treffern. Ja, es empfiehlt sich dabei auch noch ein paar dieser Säulen hier zu beseitigen oder hier generell den ganzen Boden bzw. das obere Stockwerk von Holz einzureißen, um mehr Vasen zu zerstören. Gleich haben wir es geschafft und ihr habt eigentlich die Gewissheit, dass ihr unter 3 Minuten durch seid, wenn ihr es eigentlich vermeiden könnt, dem Crimson King zu begegnen. Weil der braucht schon seine Zeit, bis er nämlich seine Gefängniszelle verlassen hat, wo er hinter den Siegeln saß, bis er hierher kam. Gut, hier war eben zwar die Szene mit dem Crimson King, aber da das getan ist, können wir eigentlich hier hinten rein. Die Waffe, die ich übrigens verwende, ist Dragonstaff, nur so als Information. Ja, aber vielleicht kennt ihr sie noch unter als Speer mit dieser Pike vorne drin. Für unser nächstes Backtracking müssen wir zum Cloud of Moon gehen und das ganze Level unter einer Minute durchspielen. Nehmt auf jeden Fall den Drachenzauber mit oder den Phönixzauber, beide entweder auf Stufe 2. Schnappt euch hier am Anfang, ich habe den Chimärenstab übrigens mit. Schnappt euch hier am Anfang einen Restore MP, dann dashen wir nur vorwärts. Es ist nämlich tatsächlich machbar, diesen nervigen Geist hier, diese Banshee, zu beseitigen. Ich hätte es am Anfang auch für unmöglich gehalten, aber mittlerweile ist unser Level so groß, dass wir mit Hilfe des, also ich empfehle hier den Drachenzauber, nach 3-4 Treffen ist sie schon beseitigt. Und das war's. Da kriegen wir Needle of Fury, den kommen wir später. Das nächste Besondere müssen wir in dem Level mit diesem Boot, was wir auf die andere Seite bringen. Ja, es ist ein bisschen sehr schnell, weil ihr habt vielleicht Verständnis dafür, dass es eine ziemlich lange Mission ist. Wir müssen 30 Dämonen hier beseitigen. Viel Spaß mit dem ganzen Vorwärtsspulen. Ich war mir nicht sicher, ob zu diesen 30 Dämonen auch der Endgegner hier zählt. Deswegen habe ich versucht, hier auf dem Boot und in der näheren Umgebung die schwebenden Gegner alle zu beseitigen. Denn so wie ich die beseitigen konnte, hatte ich auf jeden Fall die Gewissheit, dass ich mindestens 30 verschiedene Dämonen getötet habe. Wie gesagt, sicher konnte ich mir da nicht sein, aber befolgt einfach diese Reihenfolge, so wie ich es tat, und dann dürftet ihr eigentlich gut durch sein. Meine Waffe hier ist übrigens Spirit Crusher. Die ist eine der ersten, die ich gekauft habe. Nun wird es interessant. Nehmt den Helmet Splitter und Needle of Fury mit. Ihr könnt dann keinen Zauber auswirken, aber eure Angriffskraft ist um einiges stärker. Mit Helmet Splitter und Needle of Fury gehen wir nämlich hier zu Kudaro. Es ist nämlich möglich, dieses Vieh auch zu töten. Genau das wollen wir jetzt hier nämlich bewältigen. Wenn wir diesen Dämon getötet haben, erhalten wir unser nächstes besonderes Item. Dies kann entweder eine Waffe oder ein Zauberspruch sein. Ihr werdet es dann sehen im Inventar. Die sammle ich eigentlich nur an der Vollständigkeit halber. Viel Spaß mit der Katze hier. Er ist tot. I see. It is you, Princess. I remember you. But where is Lord Mitchell?
So, hier habe ich nur eine Kleinigkeit am Anfang in einer Nische vergessen. Hat mich auch ausnahmsweise mein Zuschauer darauf hingewiesen, was mir gefehlt hat. Ich habe deswegen ausgewählt, dass dieses Level in seinen Ursprung zurückversetzt wird, um das Ganze etwas einfacher zu finden. Und zwar finden wir einen zusätzlichen Stab in einer Nische bei einem dieser Nester, die an der Wand hängen. Nicht bei denen, die am Boden sind, aber hinter einem der Wandnester finden wir eine Nische. Wenn wir dorthin durchgehen, erhalten wir die nächste Waffe. Das ist hier. Augenblick. Und das ist der Butterfly Staff. So, begeben wir uns in Child Moon. Dieses Level müssen wir ebenfalls ziemlich schnell beenden, deswegen habe ich wieder Needle or Furry dabei und Helmet Splitter. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, doch, wir werden es jetzt gleich sehen. Unter einer Minute müsste dieser Typ beseitigt werden. Oder unter 2:30. Auf jeden Fall, ne, haltet euch unter einer Minute. Unter einer Minute. Okay, das war mein Fehler. Den Sea of Fire müssen wir unter 2 Minuten 30 schaffen. Auch hier habe ich, jetzt habe ich den Butterfly Staff mitgenommen. Aufgrund der MP-Rate. Und hier empfiehlt es sich, Phoenix mitzunehmen, denn das ist die Schwachstelle von diesem Wassergeist. Phoenix Level 2, wohlgemerkt. Haltet ihn schön auf Distanz, anfangs wegen diesem Nebel. Ich habe mich nicht viel um Zerstörung hier gekümmert, sondern nur, dass ich das Vieh so schnell wie möglich beseitigen kann. Wichtig ist halt, niemals den Augenkontakt großartig oder allzu lang zu verlieren, so wie dieses Vieh sich teleportiert. Oder, entfernt. Es empfiehlt sich übrigens für all dieses Backtracking auch noch, das Item Cleansing Belt zu kaufen. Das erhöht eure Magierate um einiges und macht euch auch stärker. Obwohl es eigentlich eure Verteidigung etwas schwächt. Wie gesagt, Needle of Furry ist eigentlich auch ein ziemlich effektives Item, ein ziemlich effektives Accessoire. Jedoch könnt ihr mit Needle of Furry keinen Zauberspruch auswirken. So! Auch das wäre jetzt geschafft, unter 2 Minuten 30. Sogar 1:30 Minuten gebraucht. In Valley of Flames gibt es noch eine Waffe, die ich vergessen habe. Und zwar ganz einfach, wir müssen alle Flammen töten, quasi alle Flammen beseitigen. Dann können wir... Wow, Hilfe. Dann können wir nämlich hier diese Höhle betreten. Oh, um noch eine Waffe zu erhalten. Ansonsten, die Waffen werden aber erst geaddet, wenn ihr das Level abgeschlossen habt. Also ich habe dann einfach nur noch die Dämonen getötet, aber das brauche ich jetzt nicht alles großartig zeigen. Und in Golems Rewind, dem letzten Level, müssen wir das Level unter 1 Minute 50 abschließen. Es gibt noch eine Waffe, die mir dann noch fehlt von den bisherigen verfügbaren Levels. Und zwar in dem Geisterwald. Jedoch muss ich dafür ein höheres Level haben, um eine Kill-Kombi von 400 zu erreichen. Bisher war es mir nicht möglich und es empfiehlt sich da auf jeden Fall, eine Doppelklingenwaffe mitzunehmen. Wie dem auch sei, ganz einfach dieses Level unter 1,50 abschließen. Und dann habt ihr die letzte Waffe, die euch noch fehlte, in eurem Inventar. Deswegen, viel kommt jetzt auch nicht mehr. Ich dash halt einfach nur vorwärts bis zu diesem Gegner. Als Zauberspruch empfehle ich auch hier wieder mal Phoenix oder Dragon. Wobei Phoenix die Schwachstelle ist, oder beziehungsweise in diesem Fall mehr Schaden anrichtet. Und Cleansing Battle habe ich meistens eigentlich auch dabei, weil, ja, ihr wisst, dass dieses Item sehr wichtig ist, wenn ich nicht die Needle of Furry mitnehmen kann. So, hier haben wir den Bosskampf. Viel wird nicht mehr passieren. Deswegen schaut euch nur noch den Kampf an. Und ich verabschiede mich in die nächste Episode von Let's Play Otogi Myth of Demons, wo wir dann ganz normal mit dem Storyverlauf weitermachen. Bis dann, Leute.